Hallo Leute und Leuten, hier ist euer Bisha und willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben das Asyl der Untoten durchkämpft und laufen Richtung Abgrund. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Wir sind angekommen in Lordran, genau genommen am Feuerbandschrein, dem so ziemlich einzigen sicheren Gebiet in diesem Spiel, das wir haben. Und aktivieren wir gleich mal das Leuchtfeuer. Und ihr seht, wir haben jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten. Zum einen aufsteigen. Wir können jetzt endlich Attribute vergeben. Und pro vergebenem Attribut seht ihr... steigen wir um eine Stufe auf. Und da Kondition, also unsere Ausdauer, so unglaublich wichtig für uns ist, steigern wir diese erstmal möglichst bis 20 und dann widme ich mich den anderen Attributen. So, und vergessen, wie ihr noch sehen könnt, wir könnten auch das Leuchtfeuer entfachen, damit wir mehr Estus-Flakons an diesem Leuchtfeuer bekommen. Dazu brauchen wir allerdings Menschlichkeit und müssen auch menschlich sein. Um menschlich zu werden, müssen wir Aushöhlung umkehren, aber wir haben gerade aktuell keine Menschlichkeit aktiv. Deshalb lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Und reden wir mal mit diesem NPC. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum, but too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. In the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okay, er erzählte was von zwei Glocken, die wir läuten müssen, damit wir weiterkommen. Eine oben in der, Stadt der Untoten, in der Kirche der Untoten und eine unten versteckt in der Schandstadt. Aber reden wir nochmal mit ihm, vielleicht hat er noch ein paar Infos für uns. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Okay, er scheint sich mit seinem Dasein hier als Gefangener abgefunden zu haben und scheint auch aufgegeben zu haben. Gut, lassen wir ihn einfach mal verbittert da sitzen. Und wir sehen hier ein weiteres Item. Menschlichkeit. Genau genommen 3 Stück davon. Okay, hier kommen wir nicht durch. So, hier unten gibt es noch etwas. Und zwar eine nette Dame, die leider nicht mit uns spricht. Hier können wir unsere Flakons verstärken, das heißt, die Anzahl wird nicht erhöht, aber ihre Effektivität. Dazu brauchen wir aber Feuerhüterinnen-Seelen, die wir gerade nicht haben. So, gut, weiter geht's. Was haben wir denn noch hier?
ein NPC. Reden wir mit ihm. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Bist ja nicht gerade freundlich zu anderen Menschen oder zu anderen Untoten. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Eine Kupfermünze, die uns überhaupt nichts bringt. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, Wunder helfen uns weiter. Schauen wir mal, was uns anzubieten hat. Very well. Then first, a covenant with the gods. So, wir haben diesen Eid bereits geleistet. Das ist zwar nicht richtig, aber... Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts. And your faith. So, erstmal Geste lernen und Schulterzocken haben wir gelernt. Eid leisten, wir haben ihn bereits geleistet. Schauen wir gleich mal in Optionen, ob das jetzt wirklich so ist. Und schauen wir mal, was er uns anzubieten hat. Und wir sehen 10.000 Seelen, die haben wir leider nicht und werden sie wohl sehr lange nicht haben. Wir könnten einen zweiten Stack Heilung kaufen. Allerdings haben wir nur einen Zauberslot zur Verfügung. Das wird uns also überhaupt nichts bringen. Talisman haben wir einen. Gut, er hat aktuell nichts, was wir uns leisten könnten. Reden wir nochmal mit ihm. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. So, gut. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Petrus wartet also auf seine Gefährten, eine junge Lady und ihre zwei Begleiterritter. Hier oben haben wir ein weiteres Item. Ich sammle noch ein paar Items ein und dann versuche ich etwas, was ich bisher zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch nie gemacht habe. Aber ich will einfach später möglichst wenig Backpedal-Videos aufnehmen müssen, Morgenstern bekommen und einen Talisman. Und geborsteter roter Augapfel, den werden wir wohl nicht benutzen. Das ist ein Online-Gegenstand, mit dem wir andere Spieler invaden können und sie praktisch damit herausfordern. Wir dringen also in ihre Welt ein und können gegen diese antreten. So, jetzt sehen wir hier einen Friedhof und einige Skelette und eine Menge Items. Soll ich es versuchen oder... ich versuch's. Vielleicht komme ich an diese Items dran. Oh, und die Skelette beleben sich wieder. So, eine Seele. Ich möchte aber hier hoch. Ein Flügelspeer und weiter rennen. Wir werden es vielleicht nicht überleben, beziehungsweise nicht lebend rauskommen. Und den Zweihänder. Eine unglaublich starke Waffe in diesem Spiel, aber mit unseren Attributen nicht tragbar. Wow. Wow. Und wir sind gestorben. Aber damit habe ich gerechnet. Ein frühzeitiger erster Tod für Items, die wir nicht benutzen können bzw. werden. Aber ist egal, 219 Seelen sind nicht die Welt. Schauen wir uns mal die Items an, die wir bekommen haben. So. Kurz mal die Kupfermünze. Kupfermünze mit dem Bild des alten McLoyf. Gut, Schlüssel haben wir schon einige aus dem Asyl. Heilung, klar, unser Wunder. Der Zweihänder, und ihr seht, er hat richtig dick Schaden auszuteilen. Allerdings fehlen uns die nötigen Attribute. Unten rechts nötige Attribute. 24 Stärke, wir haben gerade mal 12.
Dagegen, unser Streitkolben braucht nur 12. Wir könnten den Morgenstern benutzen. Und wie ihr seht, er braucht zwar weniger Attribute, hat auch einen schlechteren Attributsbonus. Allerdings hat er Blutungseffekt. Ganz unten, zusätzliche Effekte, seht ihr es. Links Blutung, daneben Gift, dann göttlich und okkult. Und 300 Blutungsschaden. Wir müssten, glaube ich, 3 oder 4 Mal zuschlagen, damit dieser Blutungsschaden getriggert wird. Legen wir ihn einfach mal an und testen das. Und schauen wir auch mal den Attributsbonus der anderen Talismane an. So, unserer ist besser vom Bonus her. So, ich wollte etwas machen, was ich zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch nie gemacht habe. Und bin mal gespannt, ob das so funktioniert oder ob ich mir das Spiel jetzt schon verscheiße. Denn ich weiß nicht, ob ich dann von dort aus wieder zurückkomme. Ach, okay, vergesst es. Es geht nämlich noch gar nicht. Schade. Ich hatte gehofft, das jetzt schon zu machen. Oder machen zu können. Leider nicht. Oh, toll. Jetzt müssen wir wieder zu den Skeletten. Aber diesmal laufen wir links rum. Wir haben eh nichts zu verlieren. Keine Seele mehr. Können wir auch das Item noch aufheben. Und wir kommen hier lebend raus. Sehr gut. Hier seht ihr den Raben, der uns nach Hause oder hierher gebracht hat. Wir werden weiterhin verfolgt. Ich höre die Fußspuren. Die Schritte. So. Und da ist er auch schon. Das Skelett und der nächste Kollege. Wow, okay. So, wir setzen die Gegner mal zurück am Leuchtfeuer. Schade. Hätte mich echt gefreut, wenn es jetzt schon geklappt hätte. Aber es soll nicht so sein. Gut. Gehen wir weiter. In Richtung Stadt der Untoten, wo die erste Glocke zu läuten ist. Das ist etwas doof mit den Angriffsanimationen. Es würde mich freuen, wenn diese etwas flüssiger wären, aber einfach nur stumpf. Autsch. Zwei Angriffe. Oh, er heilt sich. Das wollen wir natürlich nicht. So, gut, wir haben die Zeit. Benutzen wir unser Wunder, um uns zu heilen. Und schauen wir mal, was das hier für ein Item ist. Noch ein Seelencontainer. Und kümmern wir uns erst um den Kollegen hier. Autsch, er hat uns voll erwischt mit der Brandbombe. Los, fall runter. Nicht runterfallen. So, hat er was für uns fallen lassen? Nein, leider nicht. Schade. Brandbomben sind, ja, recht hilfreich für Gegner, die sich hinter Schilden verstecken. Na, aber vielleicht finden wir noch ein paar im Verlauf des Spiels. So eine Ratte, einer der wenigen Gegner, die Menschlichkeit droppen können. So, heilen wir uns nochmal. Ich denke, für den Anfang ist der Streitkolben besser, da die Gegner, ja, bevor wir überhaupt den Blutungsschaden triggern können, schon tot sind. So, und hier haben wir mehrere Gegner und wir parieren auch. Und hier haben wir den Parierangriff, den ich am Anfang im ersten Video gemeint habe. Das Gegenstück des Hinterhaltangriffs. Und Höhlenkriegerrüstung. Und eine Streitaxt. So, wieder zwei Sachen, die nicht
kompatibel mit meinem Spielstil sind, denn ich spiele gerne wendig. Wenn ich ganz schwere Rüstung anhaben würde, könnte ich mich nicht mehr so flink bewegen. So, gehen wir mal hier runter. Ich werde jetzt wohl 10, 12 Mal im Kreis laufen. Okay, Spaß beiseite. Aber hier gibt es einige Items, die versteckt sind. Und ihr seht, da hinten hängen auch noch Untote, wie hier, die uns in einen Hinterhalt locken wollen. So, was haben wir hier? Noch einen Kollegen. Autsch! Und der hat uns voll erwischt. Glücklicherweise machen die Kollegen hier recht wenig Schaden. Und hier haben wir eine Sackgasse. Mist. So. Nichts Besonderes. Hier auch nicht. Und hier ein Item. Und da kommen schon die Leute. Abfall! Gut, ein Item, das uns so nichts bringt. Aber wenn man weiß, was man damit anfangen kann, sehr hilfreich. So, heilen wir uns nochmal. Also keine Sorge, ich kann alle Wunder verbrauchen und sie werden wie die Flakons beim Leuchtfeuer wieder zurückgesetzt auf die maximale Anzahl. So, und hier haben wir ein weiteres Item. Wieder Menschlichkeit. Wuhu. Mittlerweile dürften wir schon 5 haben. Und wir sehen... Autsch, 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 Autsch. Ey. Boah. Okay, jetzt benutze ich mal ein Flakon. So, jetzt haben wir auch mal geblockt. Naja, ah, das mit Parieren muss ich wirklich noch üben. Ich habe das Spiel jetzt länger nicht mehr gespielt. So, schreiten wir durch die Nebelwand. Und schauen, was hier auf uns wartet. Ein weiteres Item und wieder ein Seelencontainer. So, hier oben gibt es nichts außer ein Abgrund. Und, wow! Okay. Okay, so schnell wie der rote Drache kam, ist er auch schon wieder weg. Geht's hier hinten weiter? Nein, da ist aber wieder ein Geheimpfad, sag ich mal. So, und wir sehen ganz viele Gegner. Oh. Ausweichen, ausweichen. Autsch. Okay, das war jetzt gemein. Das hasse ich. An Kämpfen, wo mehrere Gegner sind. Oh, heilen wir uns schnell, bevor wir hier verrecken. Aua. So, irgendwie... geht mir der Bogenschütze da oben mächtig auf den Sack. Hauen wir ihn fix mal um, bevor er uns hier noch weiter abmurkst. Und wir haben diese Tür geöffnet. Ich weiß nicht, ob die standardmäßig verschlossen ist. Ne, ich glaube nicht. Holzschild. Vielleicht ist das sogar besser als unser aktueller Schild. So, hauen wir dich fix um. Und wir sehen das nächste Leuchtfeuer. Rasten wir hier mal. Vielleicht können wir noch ein Level aufsteigen. Ja, wieder ein Punkt auf Kondition. Und nicht wundern, dass unsere Flakons nicht wieder auf 10 aufgewertet werden. Standardmäßig ist der Feuerbandschrein der einzige Ort, bei dem wir standardmäßig 10 Flakons haben, statt nur 5. So, ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Video. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao.